Ja, dieses Geräusch von diesen Truthähnen, ne, das macht mich total verrückt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, da sind wir wieder zurück. Der gute Tro ist auch am Start, hallo. Hallöchen, 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 Leute, da bin ich wieder mit dem Game to Play, yay! Ja, was gibt's groß zu sagen? Der Tro, der hat im letzten Part ordentlich Ananas angepflanzt. Das sieht man an unser Kontostand. Demnach ist da nicht mehr viel zu tun. Aber wir können viel dekorieren. Und ich denke mal, das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Ich habe hier schon im letzten Part, das hat man nicht gesehen beim Tro, hier habe ich schon so ein bisschen japanisch eingerichtet für die Alpaka. Ansonsten hier nochmal so ein Pferdegehege, ne? Das haben wir hier auch nochmal ein bisschen erweitert. Wobei es jetzt ziemlich schwierig ist, Tiere zu kaufen, mit kein Geld mehr. Aber wie gesagt, man kann ja die Gehege trotzdem schon fertig machen. Man kann ja auch Tiere umsetzen, Wege bauen. Uns sind ja die Möglichkeiten noch gegeben, ne? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist ja noch einiges offen. Ich will ja jetzt auch hier mal gucken, was lange dauert und wenig kostet. 12 Milch. Stunden Baumwolle. Milch wird gerade reif. Milch wird reif. Ja, die wird zu Käse. So. Holsteinkuh. Oh, das gab wieder viel Kohle. Ja, ne? War gut, war gut. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt erstmal hier Baumwolle anbauen. Dauert, ich glaube, 18 Stunden. Warum nicht? Haben wir auch noch nicht. Vielleicht brauchen wir es auch im nächsten Part. Man weiß es nicht, was wir da in der Quest erfüllt bekommen. Gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Ja, ich bin hier gerade bei den Enten. Macht Chicken Wings. Ente Cross. Bist bei den Enten und machst dann Chicken Wings. Ja, gut. Enten Wings. Ja, warum? Geht doch auch. Wings. Chicken Wings geht doch auch. Mehr oder weniger. Duck Wings. Duck Wings hört sich ja doof an. Dark Wing Duck. Duck Wings Duck. So, ich setze hier alles mal ein bisschen um. Hä? Was sonst mit dem. Was? Was? Anbau, ach, Anbau jederzeit Baumwolle. Okay, dann ist ja gut. Ich wollte gerade sagen. Yay, wir haben Herbst. Yay, wir können die Bäume wieder ernten. Wir können die Bäume wieder ernten. Yay, juhu. Und es regnet. Ja, Regen ist gut. Den feiere ich. Da müssen wir nichts machen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt gerade Sachen pflanzen, die irgendwie über Stunden gehen, ne? Haben Sie das jetzt eigentlich schon behoben mit dem Regen, mit den Blumen? Oder muss man die da immer noch gießen? Die muss man immer noch gießen. Ja. So. Hier echt am Überlegen mit den Zäunen bei den Enten, ob ich da vielleicht einen anderen mache. Kommst du jetzt auch auf chinesische Ente oder sowas? Ne? Chinesisch süß-sauer? Ja, Peking-Ente. Ente süß-sauer? Peking-Ente. Ach, Peking-Ente, okay. Boah. Fuck jetzt. Gott, so Hunger jetzt auf Peking-Ente. Ich wollte gerade sagen, jetzt machst du mir richtig hier Appetit, ey, auf sowas. Weil ich, ey. Du hast doch angefangen mit süß-sauer hier. Oh. Lecker. Aber Ente ist so geil. Da schon wieder. Ach nee, die Äpfel sind fertig. Ich wollte gerade sagen, da ist schon wieder ein Feld fertig, aber es sind die Äpfel. Ente ist fertig. Mann! Die was machst du mit mir? Die Enten sind am Baum gereift und bereit zum Pflücken. So. Nee, komm, wir hauen den anderen Zaun hin. Das sieht doof aus. So, was können wir denn für einen Zaun machen? Rein theoretisch könnten wir mal ein bisschen mit Schilf arbeiten, wobei das wahrscheinlich auch ein bisschen doof aussieht. Dann müsstest du die Enten aber ins Wasser machen, dann würde es besser aussehen. Nee, ich hab eine Idee. Ich hab eine mega Idee. Das wird cool. Glaube ich. Also wenn wir irgendwann mal Baumwolle brauchen, haben wir dann hier genügend. Was sieht doof Feld aus. Feld 4 ist komplett Baumwolle. Okay. Dafür ist aber auch unser Konto leer. Ja, naja, gut. Tut ja nichts zur Sache, ne? Aber dafür Baumwolle. 11 Stunden brauchst du nur, siehst du. Naja.
Aber gut, ich kann jetzt hier noch ein bisschen auffüllen mit den Äpfeln wieder unser Konto. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass es so viel ist, aber... So, mal gucken, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt hier Schilf hinsetze? Weil das schon doof aussieht. Alter, was gibst du denn Geld aus? Wo ist unser Geld hin? Ah! In einem Wasserweg. Das sieht irgendwie doof aus. Mann, ey, warum ist denn das so? Warum können wir die Enten nicht auf Wasser setzen? Ich versuche hier unser Geld reinzubekommen und er, up, weg. Ich gebe dir das Geld aus. Komm, ein bisschen kann ich dir geben. Ein bisschen Geld kann ich dir wieder überlassen. Nein, nicht den Zaun, Mann. So. So, mehr kriegst du aber nicht. Das war's. Aber das geht doch langsam. Ja, ich kann ja wieder Kakao abbauen. So ist es jetzt nicht, aber... So ist es nicht. Di-di-di-di. Die Idee. Ich glaube, ich habe langsam einen Trick raus. Nein, habe ich nicht. Jetzt. Wenn man vorher die Sachen markiert, dann weiß man genau, ja, was eigentlich auch doof ist. Ach, Leute, vergisst es. Kommt nur Blödsinn heute bei raus. So, die ersten Narzissen konnten geerntet werden. Zwar noch nicht alle, aber es ist schon mal ein gewisser Teil. Ist schon mal gut. Ja. So, hier kann man noch nichts ernten. Hier auch noch nicht. Also angeln, ernten, wie auch immer. Warum mache ich das mir eigentlich so schwer? Ich irgendwo Kreuzchen. Ja, bei den Oliven. Ich kann die Oliven ernten. Muss zwar erst einen Kilometer laufen, aber ich kann sie ernten. Bin ich auch gleich bei der Tankstelle. So. Ist ja eigentlich gerade eher ein Verlustgeschäft, was ich mache. Wo haben wir denn? Da haben wir. So. Ah, wir haben wieder ein bisschen Geld. Das ist schön, dass du Geld reinholst. Ja, ist klar. Kann ich es wieder ausgeben? Ich will erstmal unsere. Warte doch, lass mich doch erstmal die Felder anbauen. Nein. Ja, warte. Und er gibt schon wieder Geld aus. Ich sehe es doch schon wieder. Klar. Das war's aber. Es ist nicht viel, was ich ausgebe. Es ist immer nur so ein bisschen. Ich will da hinten noch bei dem einen Haus unser Feld hier bestücken. Und zwar können wir doch mit einem Tag Auberginen anpflanzen. Und die kosten nur 80, bringen aber 240. Haben wir die auch mal angepflanzt? Ich glaube, die hatten wir noch nicht, oder? Auberginen hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang mal gehabt. Einmal oder so. Ah, mach. Haben wir mal ein bisschen Vielfalt hier bei uns auf der Farm. Und auch gleich vorbereitet für die nächste Quest. Da geht auch das Geld ganz schön flöten, ne? Ja, du. Ja. Liegt daran, weil ich hier gerade auch ein bisschen ausgebe. Ach so. Aber ich bin schon wieder fertig. Oh, guck mal, das sieht doch schon. Das sieht eigentlich echt geil aus, ne? So, mehr oder weniger. Einzige, was mich nervt, ist. Diese blöden. Der Boden von den Enten, ne? Die Enten stehen da so auf Erde. Das sieht irgendwie echt kacke aus. Muss ich das sagen. So, ich glaube, jetzt haben wir kein Feld vergessen. Wir haben kein Feld vergessen.
wie er schön hier bei Feld 1 da die Ananas alles anzeigt, aber bei Feld 5 weigert er sich. Ja, wir haben immer noch Diamanten und ich baue und baue und baue und komme nicht zum Ende und baue und baue. Und Wahnsinn. Hm. So muss das sein, Jungs, Mädels. So, die Ananas ist fertig in 15 Stunden, also es wird jetzt eine 15-Stunden-Aufnahme. Bitte? Was sagst du? 15 Stunden. 15 Stunden braucht die? Ja. Okay. Die Artischocke 5 Stunden. Die Pilze 22 Sekunden. Die Himbeeren 39 Minuten. Die Schweine sind zwar ein paar fertig, aber das bringt uns jetzt erstmal nicht weiter. Okay. Nicht das genug Geld. Ein schiefer Weg. So. Warum haben wir nicht genug Geld? Keine Ahnung, also darfst du mir das Geld zwar nicht wegnehmen, weil ich jetzt die Pilze abbaue. Die nee, nee, du, ich bin erstmal durch hier, denke ich. Ich mache jetzt erstmal nichts. Nämlich so einen gewissen Pilzvorrat auch für uns aufbauen. Meinst du für den weißen Champignon? Ja, beispielsweise für das Bild, genau. Sofern wir überhaupt in dieser Jahreszeit Pilze anbauen dürfen. Aber eigentlich fände ich es ja interessanter, wenn man die Sachen, so wie bei den Bäumen, eigentlich in der Jahreszeit abernten dürfte. Pflanzen darfst du so, wann du willst, aber du musst halt darauf achten, wann du sie ernten darfst. Ja. Das wäre eigentlich logischer, oder? Eigentlich schon. Naja. Moment, was kosten die 450? Oh. Das sind ganz andere Pilze. Ha! Ups! Falsche Pilzsorte. Ach, die anderen Pilze darf ich gar nicht. Das ist jetzt doof. Wo ist das Geld hin? Ich dachte, du gibst nichts aus. Ich habe gerade aus Versehen gefüttert. Verdammt. Sorry. Mann. Das ist ein Held. Vorher, ich stand noch nicht mal beim Futterplatz. Ich stand gerade ganz woanders. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich das Geld wieder reinbekomme. Ist hier irgendwas zum Abernten? Nee, leider gerade aktuell nicht. Doch, Tiere irgendwie fertig oder so. Nee, nur bei den Schweinen hier hinten, da wo ich bin. Aber das ist ja auch nicht viel. Ah, oh, das ist doof, ey. Hier, warte, Fische, Fische. So. Dann sind sie jetzt gerade zur Sekunde fertig geworden. Ein bisschen Kohle. Ach, hier, guck mal, die Moränen, die bringen jetzt mega Geld. Wow. Warte, ich kann noch mal angeln. Wow, warum kann ich denn so oft angeln? Ich angle jetzt schon dreimal in dem Feld. Viermal in dem Feld. Ist das ein Bug oder so? Ja, lol. Achso, jetzt ist fertig geangelt. Okay. Ich konnte gerade sechsmal in dem Feld angeln, ne? Warum? Sehr, sehr komisch. 15 Münzen. 15 fucking einsame Münzen, Leute. Oh, aber ich kann bei den Schafen anfangen. Gut, dann kann ich das Feld auch noch fertig kriegen, vielleicht. Ja, komm, 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 komm. 5,19. Komm, vielleicht krieg ich die Pilze noch fertig. Ich brauchte nur noch 3x3 Felder. Nein, reicht immer noch nicht. Ich brauche immer noch was. Muss noch was fertig? Ja, da unten. Und runter. Ja. Über die Hühnchen. Und da ist es. Ja, die Ziegen. Die Ziegen, okay. Mal gucken, was die Ziegen. Oha. Oh! Oha! Reicht's? Boah, wird eng, aber. Fertig! Nice! So, Leute, ich mache hier noch meine Truthähnchen fertig und dann ist der Part vorbei. Denke ich. Ja! 12k für die Truthähnchenfütterung.
halt mega, ne? Hast du schon gefüttert? Ja, ja, habe ich. Aber wieso, hä, hier fehlen doch Truthähne. Oder wolltest du die runter ausbauen? Nee, nee, ich schieb das ein Feld weiter runter. Damit es hier bündig ist. Ach so. Ich dachte, du wolltest jetzt die Truthähne füttern. Nee, 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 das habe ich ja schon vorhin gemacht. Wo das Geld gefehlt hatte. So, ich guck mal, was wir hier überall haben. Na los, komm. Nimm die Mauer. Oh, ich kann hier noch Zitronen abernten. Das wurde mir gar nicht auf der Karte angezeigt. Ach doch, ganz klein. Oh, ihr Schweinehunde, ihr. Ja, dieses Geräusch von diesen Truthähnen, ne, das macht mich total verrückt. So. So, hier haben wir einen kleinen Riss drin. Ist ja auch nicht so schlimm. So. Das sieht natürlich aus. Zack. Sehr schön. Oder kriege ich das auch wieder normal? Nein. Haben wir jetzt irgendwo ein Feld, wo wir nicht haben? Hatte ich ja schon mal geguckt, ne? Aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich überall. So, Leute, ich denke, so wäre es lassen. So haben wir alles nochmal ein Stückchen weiter rüber gerückt. Die lange Lücke hier zwischen, die ist jetzt weg. Jetzt haben wir einen Weg. So. Endending ist auch soweit durch. Ja, so ein bisschen haben wir hier nochmal geschafft, ne? Ein bisschen. Ach, guck mal, wir haben noch Geld über, ne? Dann kann ich es vollenden. Ach komm, hauen wir hier noch die schwarzen Alpaka rein. Oh. Hier kann ich nochmal einen Pilz an die Wand klatschen. Gut, die schwarzen Alpaka war jetzt nicht so sinnvoll. So. Zack. Fehlt immer noch Geld für einen. Einen Alpaka brauchen wir noch. Dann soll ich mir den aus den Rippen schneiden? Ja, bitte. Kannst du? Ah, Sekunde. Adam und Eva, Alter. Nee, ich wollte es jetzt nicht gebären, ne? Also. Ach so, okay. Nee, ich dachte die Rippe, weißt du? Also, kann man doch mal machen, oder? So. Wow, der Bruder ist fertig. Ich krieg meine 25 Goldmünzen. Oh mein Gott. Ja. Was haben die sich dabei eigentlich gedacht mit dem Brunnen? Weiß ich nicht, ja, du kannst maximal 2 Stück auf deiner Farm haben. Boah, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, so als Geldsicherheit, dass du ganz am Anfang halt dann doch noch wieder was machen kannst. Okay. Ja, okay, stimmt. Ja, klar. Damit man nicht dem Tode hier nahe ist. Besonders dem Tode, ne? Ja, klar. Ich meine, du brauchst rein theoretisch nur Tiere anpflanzen oder Tiere setzen, anpflanzen. Ja, ich pflanze mal so eine Ente an, ne? Kann man ja machen. So, ich schaue hier gerade über unsere Farm. Und ich muss feststellen, es gibt hier gerade nichts für mich zu tun. Und aus diesem Grunde sage ich, Leute, adios. Halt, ich angel noch schnell. Zack. Was, das wurde mir nicht angezeigt. Nein! Gut, dann fütter ich die Alpakas so. Weg ist es. Nicht genug Geld, ich kann die gar nicht füttern. Naja, gut. Na denn, Leute. Adios, vielen Dank fürs Zusehen und der nächste Part, wie immer, wie gewohnt, bei dem Tro auf dem Channel. Vielen Dank. So Leute, also wir haben uns nochmal kurz überlegt, wir haben jetzt Winter und wir hauen jetzt hier nochmal schnell die Goldbäume, die nehmen wir noch mit, ja. Und dann ist unsere Aufnahmesession vorbei, weil das würde sich jetzt nicht lohnen, beziehungsweise das wäre dumm von uns, wenn wir jetzt sagen würden, okay, komm, Part ist vorbei, wir machen, weiß ich nicht, wann halt unsere nächste Aufnahmesession ist, wieder weiter. Und dann haben wir beispielsweise kein Winter in der Aufnahmesession, dann fehlen uns Diamanten. Ja, also ist doch nur schlau von uns, dass wir jetzt noch schnell die Diamanten mitnehmen. Und wie gesagt, das schneide ich jetzt hier hinter dem Part noch schnell rein und dann war's das halt, ne? Von uns in meinem Part. So. Genau. Weil da haben wir beim nächsten Mal vielleicht ein paar mehr Diamanten wieder und dann, So sieht's aus. Haben wir schon 745, ey. Sieht auf jeden Fall gut aus. Haben wir alle? Ja. Ach, guck mal, jetzt komme ich hier schon wieder nicht fertig. Jetzt haben wir hier noch was zum Abernten. Ja, die Äpfel. Ach so, die Äpfel. Ja gut, die Äpfel sind egal. Und die Blumen. Da waren noch Narzissen fertig.
Wandert es auch noch fertig? Okay. Ich glaube, 2 Minuten oder so stand da dran vorhin. Vielleicht sind sie jetzt fertig, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. 8 Sekunden. Naja, gut, komm. Die nehme ich jetzt auch noch mit, wenn ich jetzt schon hier stehe. Und dann, wie gesagt, können wir die nämlich auf der nächsten Session auch wieder mitnehmen. Der Troje mit Hand. Sein Tank leer. Ah nee, das bist du gar nicht. Das ist der Farmhelfer. Ich wollte gerade sagen. Ja, der hat auch so blonde Haare und so ein Bart. Forellen und Melone. Und was war das? Was? Forellen, Melone und was noch? Knoblauch. Okay. Also Anglerfische brauchen wir noch. Moränen brauchen wir noch. Forelle, Melone und Knoblauch. Ja gut. Hortensien, Holsteiner und Provinzesel. Oh, uns fehlen die Esel. Wir haben leider keinen Platz mehr, Leute. Oh, ich habe jetzt auch die Esel vorhin vergessen. Ich wollte die Esel noch pflanzen. Anbauen, wie auch immer man das sagt. Anschaffen. Ja gut, Leute, aber ich denke mal, jetzt ist wirklich Schluss hier. Jetzt haben wir schon was geschafft in dem Part. Und wie gesagt, im nächsten Part bei dem Tro. Wisst ihr Bescheid. Genau. Adios. Dann gibt es Ananas in Mass und ich sage, ich bin euer Tro, haut rein. Bleibt immer schön nass. Tschö, tschö.